So Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mein kleines Unboxing. Und zwar machen wir heute ein Rode Mikrofon für diese Kamera. Ich pack's aus. Wie es funktioniert, brauche ich nicht zu zeigen. Das erklärt sich gleich von selbst. So, dann machen wir das mal auf. Ich krieg's auch nicht auf. Verklebt der ganze Mist hier. Ich muss bestimmt mein Messer mal wieder einölen. So, dann machen wir mal auf hier. Ich hasse diese Aufkleber. Was war denn teilweise das ganze Leben? Danach haben wir nämlich vielleicht eventuell besseren Ton bei unseren Videos. Ich hoffe's. Professionell geöffnet. So, machen wir mal auf hier. Haben wir nämlich auch schon das Mikrofon. Das Schöne ist, das ist ohne Batterie. Da musst du bloß hinten den Klinkenanstecker hier hinten reinstecken. Und du kannst das ganze Ding unten auf dem Blitzschuh befestigen. Hier. Und deswegen habe ich das mal gekauft. Ich baue es mal jetzt drauf. Und da gucken wir mal. Achso, ne, Moment. Erstmal noch hier die Dings abziehen. So sieht es jetzt ohne diesen Schoner drauf aus. Da kann man sich auch die Dachsfelle kaufen hier, die dann die Windgeräusche mit rausnehmen. Das Mikrofon habe ich übrigens schon zum zweiten Mal. Einmal ist es weggekommen, ich weiß nicht, wer es hat. Keine Ahnung. Und mit im Inhalt haben wir noch das Klinkenkabel. Oh, und eine Anleitung. Oh, ist das nicht schön. Es gibt eine Anleitung dazu. Das Wichtigste der Welt, die Anleitung. So. Ich würde sagen, ich baue es jetzt mal drauf. Und dann hören wir uns gleich wieder. So, so sieht das ganze Ding dann zusammengebaut aus. Oder, das ist ja hier oben drin. Hier, verbunden. Das ist, damit es die Schwingungen nicht mitnimmt. Hier ist der Blitzschuh. Den tut er einfach festdrehen. Hält auch sehr gut. Also sehr stabil, macht zwar keinen stabilen Eindruck, ist aber sehr stabil. Und dann kommt hier hinten das Klinkenkabel raus, das ist übrigens mit inbegriffen. Ich habe dummerweise eins dazu bestellt, dann geht es hier runter in den Mic-Eingang, logischerweise. Da passt es auch ganz normal rein, einfach schön reindrücken und dann müsste das Ganze schon funktionieren. So Leute, ich hoffe, der Ton ist jetzt besser. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich denke mal auch, dass man jetzt hier nicht so die Performance jetzt raushört, ob das besser ist oder nicht. Auf jeden Fall wird es interessant, wenn man jetzt mal filmt draußen, Autos fahren vorbei oder in die Natur, da jetzt ein besserer Klang ist. Wir haben das auf jeden Fall früher immer für Motocross benutzt und da war es ideal. Da war es wirklich ideal. Und wir hatten das allerdings nicht an einer Canon dran gehabt, sondern an einer Blackmagic Pocket. Die erste, die rauskam, die nur 1080p kam. Und da war das ideal. So, besten Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und Abo nicht vergessen. Ciao.